So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Siedler 1. Ja, Amiga-Version. Wir machen Eider weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ist auch eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Aber würde ich das versuchen, auf meinem Laptop aufzunehmen? Ich könnte es, nein. Ich glaube, selbst in Originaleinstellungen mit einem ganz langsamen Amiga würde das nicht funktionieren. Und zwar so gar nicht. So, und ich weiß noch, dass wir in einer sehr guten Position waren. Ich weiß auch, dass ich das Schloss anklicken kann mit vielen Leuten. Alter, Burgfestung. Ach ja, richtig, hier wird ja Dings noch vielleicht irgendwann gebaut. Also ich weiß nicht, ich will da mal einen eigenen Träger hinschicken, weil... Hä, was? Dieses neue feindliche Gebäude, ja, ja. Ja, also... Ich muss sagen, ich stehe da recht gut. Da haben wir noch so einen Wachturm technisch. Wachturm, was baut der denn da? Ach richtig, Gold baue ich doch da, oder? Ja. Habe ich auch irgendwo so eine... Okay, da habe ich eine Eisenschmelze, eine Schmiede. Da, wie es aussieht, baue ich da noch eine Schmalze. Da habe ich schon eine zweite Schmiede, okay. Wo habe ich denn mein Gold hin platziert? Nirgendwo hin, wie es aussieht. Echt nicht? Das prüfen wir besser mal genauer nach. Nee, ich habe noch keine Goldschmalze. Das ist jetzt. Ich brauche noch Kohle irgendwie. Ja, nein, ich brauche Kohle, okay. Da habe ich noch Eisen markiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin auf Zack. Sag ich mal, ne? Zap, zap. Ich habe irgendwie keinen Platz technisch für Gold. Es ist jetzt schlecht. Ach so, da drüben wollte ich ja noch, glaube ich, ne? Das ist ein bisschen weit weg. Müsste aber gehen. Hey, was? Dieses neue feindliche Gebäude. Ja, was glaubst du, wie mir das am Arsch rübergeht? Also, ich baue mal hier eine Goldschmalze. Da noch so ein Lacher-Dingens. Und hier eine zweite Goldschmalze und die Framerate eiert leicht. Och, nö, komm. Das erzeugt nur so hässliche Knackser. Das ist doch nicht schön. So, wie sieht's denn aus mit so Leuten? Hab ich Leute? Nein, ich habe keine Leute. Nein. Da war ja was. Von wegen keine Leute. Ah doch, sie bringen auf jeden Fall einen Träger hin. Jetzt will ich wissen, ob die da Material hinbringen. Das würde mich jetzt schon interessieren. Wie sieht's denn so soldatentechnisch aus? 6 Leute da. So, scheiße. Ich mache irgendwas kaputt hier. So, was sagen denn die Werte? So, 2 Stunden gehen wir auf 2 Stunden. Wir haben, naja, Land. Brauchen wir nicht so viel Häuser. Militär, boah, über ein Drittel. Dabei habe ich nicht mal Gold. Voll der Cheater, ey. Irgendwie ist die Mission bestimmt verbuggt. Das sollte gar nicht so sein. So, ich lade im Hintergrund noch was hoch. Ich weiß nicht, wie sich das wieder beeinträchtigt. Das mag wie ein UAE ja nicht so gern, wenn man Leistung wegnimmt. Sie möchte gern seine volle Aufmerksamkeit haben. Man merkt schon, ein sehr einnehmendes, eifersüchtiges Programm. Hey, ich könnte oben noch... Habe ich noch Dingsbums? Nee, ja. Da bin ich ja falsch. 3 Fischer, nee, ich habe 3 Fischer. Ja. Da unten ist noch einer. Oh, da oben sitzt eh einer. Und, Mann. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheißendreck, das ist da jetzt die Framerate. Oh, da ist noch mehr Kohle. Warum habe ich so viel Kohle? Ich wünschte, ich hätte echt so viel Kohle. Könnte ich jeden Tag grillen. Was ich dann bestimmt auch tun würde, natürlich. Ich meine, ich habe sonst nichts zu tun, den ganzen Tag, als zu grillen. Mir gefällt nicht, was du da hinbaust. Ich muss noch mal kurz was gucken hier, wegen... Na komm. Wir sind bei 91 angelangt. Bei Siedler 2 muss ich das dann nicht mehr hinschreiben. Sehr gut. Da haben die Entwickler mitgedacht. So, mal kurz machen. So, mal kurz testen. So. Kurz was getestet, meine ich. Was nicht funktioniert hat. Sehr gut. Daumen hoch für nicht funktionierende Tests. Bin ich ein persönlicher Freund von. Also ich teste gern Dinge, die nicht funktionieren. Letztens habe ich zum Beispiel ein Auto von Opel getestet. Hat so überhaupt nicht funktioniert.
So, was wollte ich machen? Ach ja, richtig, ich wollte das Ding noch anschließen. Ach, deswegen habe ich, glaube ich, auch den Holzfäller hingebaut. Ja, 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 ich erinnere mich genau, als wenn es ein paar Monate her gewesen wäre. Könnt ihr wirklich meinen, es wäre erst ein paar Monate her. So. Mir will gar nicht gefallen, was er da unten baut. Okay, solange er nicht hier noch. Hier kann er, glaube ich, gar keins mehr hinbauen. Hoffe ich mal. Steht so ein bisschen riskant, möchte ich sagen. So ein kleines bisschen, aber nur. Ich habe da Stein. Okay, da habe ich auch noch Steine. Ich habe hier einen Stein, den werfe ich dir voll in den Kopf. So. Gehen wir wieder auf 2 Stunden. Ich spiele erst 1,5 Stunden an der Mission. Es ist ja gar nichts. 10 Stunden wird's kriminell. Alles oder 50 Stunden ist sowieso uninteressant. Wow, ich will gar nicht wissen, wie das ist, 50 Stunden. Doch, ich will es wissen. Das will ich ganz am Ende mal machen. Kartengröße 8, ne? Maximum Gegner. Voll aufgedreht. Ich habe kein Holz. Was macht denn mein Sechberg? Hab ich da vielleicht Holz? Nein. Warum habe ich da kein Holz? Ich habe da vielleicht ein bisschen viel da reingebaut. Ach, ich habe da oben noch was hingebaut, okay. Das war eine sehr gute Idee von mir. Hier unten, das lohnt sich nämlich gerade so gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Könnte ich im Prinzip ja diesen, nein, nicht den Förster. Aber den Holzfäller, da könnte ich im Prinzip abreißen, weil... ein bisschen eich zugebaut, sage ich mal, ne? Und tschüss. Mein Gott, mein Haus brennt! Naja, dann gehe ich halt nach Hause. Moment, verdammt! So, was kommt denn da jetzt gelaufen? Ein Unteroffizier. Ach, das ist noch nicht fertig. Ach, ich kann ja nicht angreifen. So, hey. Nicht fertig, ja, ja, das fertige Gebäude ist noch nicht fertig. Mhm. Ich bin auch schon wieder total fertig. Im Kopf und so. Es könnte eng werden mit der Mine da. Jetzt kann er da noch ein Bäumchen mehr pflanzen. Da könnte er auch noch Bäumchen pflanzen. Da hinten könnte ich noch ein Holzfäller irgendwo hin basteln. Obwohl, da oben sind ja 2 Förster und so. Ja, es geht noch. Was macht überhaupt meine... Ich pack's nicht, die bauen da wirklich die Mine für mich. Dann schalten wir jetzt doch mal noch einen Gang hoch. Ja, es wird fertig, man, weil da ist es schon eins bauen. Mist. Ah, jetzt habe ich hier dieses. Das ist der Wahnsinn. Minimale Framesprung und trotzdem knackst es dann schon wie blöd. Das ist wirklich der kürzeste Weg. Okay, ich will gar nicht wissen, wie der lange Weg hier aussieht. Lauf! Damit du das Holz nicht verlierst. Das brauche ich noch, das ist Holz. Kann ich dir auf den Kopf schlagen. Oh, komm, hör auf. Wie sie nicht aufhören will. Mich in den Wahnsinn treibt. Was ist los? Durch dieses Ding haben sie Land verloren? Nein! Ich werde euch alle töten, sobald ich genug Gold dafür habe. Was? Ihr habt ja wohl einen Arsch offen, so viel? Oh, diese Knackse, es hört nicht auf. Ja, toll, jetzt muss ich noch eine bauen. Schickt mal alle Geolischen raus, die ihr habt. Super, naja, aber jetzt steht noch mal eine Eisen. Da steht auch noch eine Eisenmine. Ach nee, jetzt darf ich wieder eine neue bauen. Ich kann da drüben doch eine hinquetschen. Sieht schlecht aus. Warte mal, da gibt es doch noch Eisen. Jetzt habe ich keine Gelegen mehr. Ach Mist. War das nicht geplant? Und du, hör auf zu knacksen, es nervt. Ist da noch Eisen? Ich glaube nicht, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich markiert, oder? Keine Ahnung. Boah. Der Knackse nervt ohne Ende.
Mann, hör auf. Mit dem Scheiß hier. Na super, jetzt hab ich immer noch eine unfertige. Toll. Ihr werdet alle sterben dafür, das wisst ihr hoffentlich. Weil ich genug Soldaten dafür habe. Und Gold. Wenn ich endlich mal Gold hätte, ja. Diese Arschgesichter. Wie sieht's denn bei euch aus so mit Holz? Ja, da wächst schon was. Gut, da kann der fällen. Da habe ich noch ein Förster. Okay. Brauchen wir mal irgendwo einen Bauernhof oder sowas. Das wäre mal nicht schlecht. Dafür habe ich aber keinen Platz. Ne, doch, da hinten. Hm. Bisschen eng. Moment, ich könnte noch einen Holzfäller da hinten bauen. Der dann erstmal voll krass die Holz... Ja, der erstmal hinten nochmal ordentlich aufforstet, damit der... Bauer im Schatten von Bäumen... Dieses Geknackse macht mich wahnsinnig. Kann es bitte mal aufhören jetzt? Wow, wie nichts so lange brennen kann, ist auch immer wieder schön anzusehen. Super, neuen Fischer muss ich jetzt auch noch bauen. Oh, leck mich. Haben wir so richtig am Arsch. Findet mir Gold oder was denn? Ja, schön. Jetzt reicht's langsam mal. Och nö, jetzt wird's nicht fertig. Ach komm. So ein Müll. Okay, warum hier noch ein Fischer hin? Hier sieht's stabil aus. Geh mal nach Hause, Kleiner. Hey, da ist noch einer drin. Was habe ich da unten im Angriff? Da ist ein Unteroffizier drin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bestimmt. Oh, er baut noch. Sehr gut. Bitte. Oh ja. Moment. Ja, sehr gut. Gleich einen neuen Weg bauen. So, ich hätte jetzt hier gern, kann ich hier ein Wachhaus... Oh, sehr gut. Ah, wieder. Warum denn selbst bauen, wenn es auch der Feind bauen kann? Was passiert überhaupt? Ich lasse das Spiel noch abstürzen, ich sehe es kommen. So, ich sitze jetzt da oben aus, schlecht. Er ist bald alle mit Bäumen. Ich habe immer noch kein Holz. Jungs. Hier ist noch ein... Deswegen habe ich da oben wohl auch eine Eisenschmelze. Sieht denn aus, habt ihr jetzt nochmal irgendwo Gold gefunden irgendwie? Nicht so wirklich. Da drüben. Toll. Na, da kann ich keine Mine hinbauen. Okay, da muss eine Eisgoldschmelzenmine erstmal reichen. Aber ich kann. Was ist los? Was soll ich denn mit Kohle? Ich brauch Gold, Mann, Gold. Das ist es, Gold. Und Eisen. Braucht man hier noch eine Eisenmine, eine zweite wieder. Ah, so ein Müll hier. Gemüllter Müll hier. Und da liegen 2 Milliarden Baumstämme rum. Trag die doch da mal weg. Ums Verdecken nicht. Was, will ich den Weg da wegreißen wollen, ne, oder? Na, halte ich hier für unwahrscheinlich. Okay. Hä? Na, Eis. Das ist zum Scheißen da. Oh, das Knackse macht mich Wahnsinn. So, schickt ihr da jetzt irgendwie auch mal so, ja. Ich speichere mal. Nicht, dass es gleich wirklich noch irgendwie abkackt deswegen. Was ich mich gerne mal fragen würde,
mal fragt, beziehungsweise gerne wissen würde, baut der Gegner auch irgendwann mal was Größeres als nur Wachhütten, oder? Ist in der Hinsicht nichts zu befürchten. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. So, wir gucken mal. Was wird das denn da? Nichts zum Verbinden, wie es aussieht. Mann, Mann. Ach, in der Wüste kann er ja zum Glück nichts bauen. Ja, dumm gelaufen, wa? Und er hat mein Gold, diese Drecksack. Wer, du baust eine Goldmine hin. Ich komm dir rüber, ich sag's dir. Jetzt bin ich ja gleich mal gespannt, was passiert. Ich könnte die auch Stein fördern lassen, wenn ich da jetzt noch ein Lager baue, aber nee. Würden sie es theoretisch alles da reinschieben, aber. So, jetzt. Lass ich den jetzt noch da runterlaufen, ja, sehr gut. Lass die erstmal noch da runterlaufen. Und der geht. Nein, der kann doch gar. Der hat doch gar nichts zu fressen, oder? Keine Ahnung. Ich bin schon beeindruckt, dass das überhaupt geht. Einen muss ich noch. Dann kill ich mal den Weg und reiß das Ding mal ab und guck, wo der Kerl hinläuft. Also der läuft nicht da runter. Okay. Den Weg reißen wir mal ab. Er hat auf jeden Fall noch was Gelbes an. Okay, er legt da jetzt Stein hin. Jetzt reiß ich das Ding mal ab, weil ich so eine Mine gar nicht haben will. Und guck mal, wo der jetzt hingeht. Okay, er ist weiterhin gelb und geht nach da oben. Moment. Den Weg muss ich auch abreißen, sonst baue ich mir da noch was hin. Stein brauche ich eigentlich Stein, dann kann ich den Weg auch gleich abreißen. Kann ich den Weg gleich wieder abreißen, komm. Aber der Gegner kriegt den Stein auch nicht. So, ich brauche ihn ja nicht, von daher. Moment, kann ich das noch wegen effizienter anlegen? Nein. Nicht wirklich, nein. Okay, er fördert auf jeden Fall was. Das Problem ist, es muss ja auch beliefert werden, alles. Und das würde dann alles wieder zum Feind drüber fließen. Was ist denn da Schönes drin? Einer. Oh, ich lasse erstmal das Wachhaus hier noch bauen, also bin ich beschäftigt und so. Zwischenzeit kann ich mich anderen Frontabschnitten widmen. Was macht denn mein Gold so? Es braucht was zu fressen. Mein Fisch hat noch nicht mal angefangen zu bauen, gebaut zu werden. Ich scroll mal ganz schnell hier weg. Oh, mein Holzfäller ist fertig. Kommt er auch so ein Typ? Ah, da kommt er schon. Schwingt gleich ordentlich seine scharfe Axt. Hey, siehst du, soll ich da auch mal was Scharfes schwingen? So. Die haben nicht so viele Soldaten, habe ich das Gefühl. Die haben kein Eisen, kann das sein? Die haben Kohle. Doch, da ist Eisen, so ein bisschen. Da baue ich, würde ich jetzt inzwischen sofort Eisenmine draufsetzen, weil ich habe das einmal mitgemacht. Nie wieder. What the fuck? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der so viel Gold hat. Kann ich leider nicht für mich nutzen. Ich hatte keine Goldmine und nichts.
Naja. Was soll's? Der hat alles. Er nutzt es aber zum Glück nicht. Ich denke, wir werden als erstes den gelben platt machen. Aber vorher warte ich noch ein bisschen, bis ich bessere Soldaten vielleicht endlich mal wegen Gold hab. Oh, das nimmt ja langsam schon Formen an. Wie sieht's denn da aus? Wird da mal ein Fischer schon gebaut? Nein, aber da kommen schon mal die Leute, die Zeug transportieren. Dann habe ich ja jetzt noch einen Fischer mehr im Prinzip. Also wenn das funktioniert, wie ich mir das denke, dann... Ja, doch. Ich bin schon ein ziemlich brillantes Kerlchen. Ne? Oh nein, Moment. Abreißen, abreißen. Bum, 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 bum. Ja, den oberen Weg kann ich da mal wegreißen. So soll das bestimmt nicht aussehen. Die mit ihrer Landerweiterung hier immer. Mann, Mann, Mann. Den werde ich mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich was erweitere. Sieht jetzt mit Fressen aus, schlecht. Jetzt fällt es natürlich erst bei da unten die Bäume, ist logisch. So, was macht denn mein Fischer? Wird er inzwischen mal gebaut? Nö. Aber da kommen schon mal die Leute, die dann später das Baumaterial dahin tragen. Schön, und den Fischer bringen sie, glaube ich, auch noch. Finde ich nur fair, die KI hat ihn kaputt gemacht, die KI muss ihn ersetzen. Finde ich absolut fair. Habe ich denn noch Soldaten-Nachschub so technisch? Ja, doch, damit kann man arbeiten.